Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 19 von Towns, die zweite Runde. So, dann sind wir drinne. Ne, noch nicht ganz, wir laden ja noch, aber jetzt sind wir drinne. So, das sind wir. Ah, da war jetzt noch ein Händler da. Was war denn mit dem? Habe ich den letztes Mal, doch, den haben wir letztes Mal verarztet. Genau, so war das. Können wir weiterlaufen lassen, dass der seine Klamotten kriegt. So, hier haben wir das Dach. Der Michael hatte geschrieben, ob das Sinn macht. Naja, wenn es keinen Sinn macht, reißen wir es wieder ab. Ne? Müsste eigentlich gehen. Aber jetzt bauen wir es erstmal auf, denke ich. Und naja, wenn wir eine zweite Etage drauf machen wollen, dann wäre sicherlich sinnig, so zu sehen, dass die da drauf kommen. Ne? Ich mach mal jetzt hier so hoch. Und ja, die sollen dann mal weiter bauen, aber irgendwie sieht es hier ganz komisch aus, ne? Keine Ahnung, was da ist. Die steigen da oben drauf, da lang, ja, okay. Und bauen dann das Dach dahin. Was das wird, naja, vielleicht wenn da weiter innen was gebaut ist. Hier hatten wir ja zwei Sachen aufgegeben. Vielleicht ist dann besser, ne? So, gut. Dafür brauchen wir natürlich noch mehr Steine, wenn wir da mehr Ziegel bauen. Hier ist das Lager leer, das heißt, wir müssen nochmal nach unten gehen. Gucken wir mal rein. Aber hier unten sind noch Steine. Da oben liegen auch noch welche. Aber ich glaube, wir können trotz alledem noch ein bisschen mehr abbauen. Ich würde mal sagen, wir ziehen mal hier lang durch. Und da ist okay, da auch. Wo gehen wir denn noch durch? Hier können wir noch durchgehen. So, Zweierreihe, dann kann ich die besser anordnen, die Kerzen. Hier auch durch. Da unten haben wir schon. Da geht das Ganze nicht. Da auch noch. Wunderbar. Hier oben, oh, da geht schon weiter. Oh, da ist schon eine ganze Ecke entdeckt. Ah, der ist am Kämpfen hier. Wenn wir schon bei sind, ne, dann machen wir das mal hier gerade auch noch so. Dadurch. Wohl, hier müsste eine Kerze schon so hingehen. Lass uns noch ein paar Kerzen aufstellen. Wie ist überhaupt die Happiness? 31. Wir brauchen mehr Kerzen. So, 1, 2, 3. Das heißt, hier muss eine Kerze hin. Jetzt habe ich nicht Shift-Taste gedrückt. Und 3, 6, 7, da wäre eine. 1, 2, 3. 1, 2, 3, dann muss da auch eine sein. Und hier oben. Dann da auch eine. Und da auch eine. 3, da passt es nicht mehr. Da geht's auch nicht. Okay. Da muss erst noch weiter entdeckt werden. Das ist alles okay. Hier können sie weiter buddeln. Das haben wir eingegeben. Und machen wir hier noch was. Geht auch, ne? So soll schon okay sein, oder? Da machen wir auch noch was weg. So, zum Buddeln haben sie erstmal genug. Happiness. Fällt dadurch wahrscheinlich sogar wieder. Da werden noch mehr Dächer gemacht. Steine sind auch schon oben. Wie sieht es überhaupt mit Essen aus? Haben wir da mal reingeguckt? Ich glaube nicht, schon länger nicht mehr. 2, 1 Apfel, 3 Bieren. Okay, da müssten wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Haben wir hier noch Obst und Gemüse? Ja, haben wir noch. Okay, abernten bitte. Und dann einmal das Dach angeguckt. Wie weit ist das? Okay, der läuft da über die Dächer. Okay, da ist es jetzt zugemacht. Aber hier, da ist einer hingekommen. Da sieht man jetzt, wie es aussieht, ne? Okay, wo bringt der das hin? Ah, guck, hier sind jetzt die drei nebeneinander. Dann sieht das einigermaßen aus. Dann lass uns doch nochmal ein paar Dachziegel mehr bauen. Ah, das war einer zu weit. Dach ist hier. Ziegel sind da. Ich glaube, das können wir so machen, oder?
Gut. Ja, sieht interessant hier aus, ne? Warum ist denn der immer noch da? Achso, er kriegt noch Knochen und er kriegt auch noch eine Hose. Komisch. Machen wir einen Tacken schneller, ne? Ja. Kommt jetzt keiner mehr, weil keine Steine mehr da sind, oder? Wie sehe ich das? Hier oben ist es Steinlager und das ist leer. Da müssten sie erst runterlaufen. Was macht die Happiness? 28. Stagniert. Ach so, die sind wahrscheinlich alle gerade hier unten gewesen und haben ja geerntet. Genau so ist es. Okay. Ist ja nicht verkehrt gewesen. Hier liegt noch ein Rollbraten. Beim Dach wird jetzt gerade nichts gemacht. Essensproduktion läuft. Und ich glaube, der wird gar keine Dingens kriegen, ne? Oder? Nö, ich glaube, der kriegt gar keine Knochen. Prioritäten müsste man dafür ändern, ne? Handel. Machen wir mal den Handel gerade hoch. Nur die Knochen loswerden. Vielleicht sind die, da hatten wir ja schon mal, ne? Dass die Knochen nicht unbedingt der Hit sind. Ja, der Händler ist ja auch nicht ewig da, ne? So, dann können wir nochmal hier gucken, dass wir auch ein Zimmer fertig kriegen. Wo war das? Hier ist das. Bin ich da jetzt aber zu hoch? Dann gehen wir lieber runter, bevor das Falsche ist, anklicken. Ja. So, dann kriegen wir eins fertig und ja, das zweite dann auch noch. Gut, da liegt noch ein Brot. Wie viel Essen haben wir jetzt zurzeit? 3 Brote, 35 Äpfel, 65 Birnen, das kann sich sehen lassen. Der Händler kriegt jetzt, glaube ich, auch Knochen, die laufen da nämlich gerade hin, oder? Ja, jetzt kriegt er sogar nur noch eine Hose, wer weiß, wo die liegt, unten im Labyrinth oder sowas. Vielleicht ist da einer und macht das. So. Da sind die Brote drin, verhungern sollte also auch keiner. Gut. Gucken wir uns nochmal die Dachgeschichte an. Okay, hier oben ist es jetzt anders geworden. Da kommt wieder ein Dachziegel. Wo geht der hin? Da hinten vors Ende. Und hier vorne. Ja, da müssen wir aufpassen, dass die nachher hier nicht runter können, ne? Ich glaube, das müssen wir als letztes hier machen. Und sperren wir wieder eine oben auf dem Dach ein. Zurück. Dachziegel, Dachziegel. Sollte so funktionieren, oder? Gut. Da wird schon fleißig die Wand gebaut. Haben wir eigentlich irgendwelche Leute ohne Rüstung? Nein, haben wir nicht. Das ist alles prima. Happiness, oh, 36 ist gestiegen, das ist ja cool. Warum ist die gestiegen? Wegen Essen? Weil wir jetzt mehr Essen haben? Könnte sein, ne? Jetzt werden hier die Dächer richtig gebaut. Okay. Der läuft über Stock und Stein gerade. Da schläft einer. Hier vorne auch Türen können wir auch noch machen. Damit die Räume zu sind. Furniture, da sind Türen, da ist es. Gehen wir aber gerade mal in die passende Höhe. Na, das war einer zu viel. Und da fehlt sogar noch ein Mauerstück. Dann wollen wir schnell die Mauer noch hinkriegen. So. Dann passt das. Hier ist es richtig, ne? Ja. Okay, was macht das Dach? Wächst und gedeiht. Hier fehlen noch ein paar. Kann man ja natürlich schön sehen hier, ne? Ich
Steine kommen genug. Was macht die Hose? Kriegt er die nicht? Ne, der kriegt er nicht, ne? Auch interessant. Der Hahn kräht. Steine Nachschub ist etwas schwierig. Die gehen aber in den Keller und holen Steine, oder? Ah, hier unten sind sie auch arg am Klopfen. Oh, der Held, der war schon hier hinten durch. Oh, ich komme kaum hin und schon läuft er dahin. So, Vorführeffekt, oder wie war das? 34. Ja, der schlägt sich aber ganz gut, oder? Dem geht's gut. Alle eingefroren, das ist auch schön. Das Schweinchen hat er verwandelt, ne? Das war vorher ein grüner Schleim. Und hier unten ist auch noch ein grüner. Das war eine Spinne. So, dann rück mal vor, damit wir mehr sehen. Okay, da kann man überall abbauen. Ah, der hat er zwei, dreimal nicht getroffen und aus dem Grunde, ne, ging das nicht. Jetzt müsste er hier aber auch schießen, oder? Ja. Was haben wir? Immer noch Bell. Okay, jetzt hat er wahrscheinlich Kohldampf, ne? Das Brot blinkt. Wenn wir schon hier unten jetzt gerade sind, dann machen wir das hier auch abbauen. Ja, da weiß ich nicht, da sind nachher noch welche. Das lassen wir aber besser erst noch sein. Ah, hier oben geht aber noch. Das können wir auch noch abbauen, ohne Gefahr, denke ich. Und hier haben wir auch sowas. Gut. Sind überall am Klopfen, ne? Ja, ist auch gut so. Hier können wir auch noch einen auslösen. Und hier ist, glaub, Wasser, der Fluss drüber. Das lassen wir besser. Gut, okay. Zurück. Zurück. Deko, Kerzen. Können wir noch ein paar Kerzen hinstellen? Hier auf jeden Fall. Da muss auch eine hin. Dann müsste dieser Stein zerstört werden und da kommt auch eine Kerze hin. Da kann ich noch nicht, weil es noch nicht passiert ist, aber hier geht's auf jeden Fall. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. Und ah, da wird schon gewütet. Hatte ich hier nicht schon einen hingemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal, wenn da einer ist, dann ist 1, 2, 3. Ah, sie sind gerade dabei. Das sind 3. Ja, ich glaube, da muss da die Kerze hin, ne? Na, das hat gut geklappt. Das hat mir nicht funktioniert. Oder ist es und ich sehe es nur nicht? Kerze ist ausgewählt, ja. Hm. Der muss weg, den haben wir jetzt falsch gesetzt. Ich dachte, das geht nicht. Gut. Das passt wieder. Irgendwie will er da nicht die Kerze hinsetzen. Oh, wieder daneben. So, auf ein neues. Jetzt hat's auch nicht geklappt. Hä? Keine Ahnung, warum er da jetzt keine Kerze hinsetzen will. Muss doch gehen, oder? Hm. Gut, lassen wir es erst. Hier ist alles gemacht. Da wird noch gepickt. Ah, hier geht auch noch was. Der Stein weg und dann da eine Kerze hin. Passt. Da gehen sie komischerweise auch.
Die müssen alle noch gebaut werden. Und da müssen wir auch noch durch. Okay, dann würde ich sagen, soll es hier unten aber erst auch wieder reichen. Schauen wir nochmal gerade oben vorbei. Auf hier war das Dach. Der Händler ist immer noch da. Der hat immer noch seine Buchse nicht. Ah, das Dach ist noch nicht weitergemacht. So, dann ist wieder eine Reihe dabei. Sollte gehen. Okay, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.